Hallo Leute, heute geht es um die sogenannte Zerhackerschaltung. Was bedeutet das? Wir machen aus einer Gleichspannung eine rechteckförmige Spannung, also Wechselspannung. Tja, wie funktioniert das? Dazu habe ich mir hier mal diese Schaltung aufgezeichnet. Ja, hier haben wir die Eingangsspannung UE. Und ja, jetzt tausche ich hier mal das Beil gegen den Stift wieder. Zip, zip, zip. Also Eingangsspannung, sage ich mal, hier so 12 Volt. So, diese 12 Volt, der untere Punkt hier, zack, wups, liegt hier an. Und der andere Punkt, wup, 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 liegt hier an. Also hier so, ja, aufpassen nach oben. So, liegt die Spannung jetzt hier so an. Okay, warum ist das so? Weil ich hier über diese C1 und C2 einen sogenannten Spannungsteiler mir aufbaue und die Spannung hier und hier sozusagen unterteilen kann. Also jetzt hier kommt diese 12 Volt hier mal so hin, im ersten Schritt. So, dann habe ich hier einen Transformator. Dieser Transformator ist hier mittelmäßig angezapft, überträgt mir sozusagen diese Spannung auf die andere Seite, auf die Sekundärseite, je nach Übertragungsverhältnis, was ich hier eben einstelle, Wirkungskörper. Gut. Dann passiert jetzt hier was Cooles. Und zwar, dieser Transformator hier ist verbunden mit diesem Relais oder Schütz, wie ihr es sehen wollt. Und wenn jetzt der sozusagen die Spannung beträgt, baut ein Magnetfeld auf. Und ihr wisst ja, ein Elektromagnet zieht was an. So ist ja ein Relais. Also dieses elektrische Magnetschalter oder wie es heißt. Das Relais zieht an und auf jeden Fall haben wir dann hier so. Jetzt geht das hier so runter. Also jetzt ist es so. Und jetzt sieht es folgendermaßen aus. Also der Mittelpunkt hier ist immer noch so von der Eingangsspannung. Aber jetzt geht es hier nach oben rauf. Und jetzt hier ist die Spannung so. Hier. So, was passiert jetzt? Jetzt wird diese Spannung hier übertragen mit irgendeinem Übertragungsverhältnis, was man haben möchte. Und dann, also wenn das übertragen ist, wird jetzt die Spule des Transformators andersrum sozusagen angesteuert und schaltet sozusagen jetzt hier wieder dieses Relais. Jetzt müsst ihr euch das alles kompakter vorstellen. Schaltet das wieder aus und drückt den Schalter wieder auf die untere Stellung runter. So, jetzt habe ich hier sozusagen hier wieder auf dieses Level. Wieder übertragen, wird wieder sozusagen angezogen und sind ich wieder hier. Und jetzt hier wieder so, dann wieder abstoßen, ist er wieder unten. Und so weiter und so fort. Und das kann ich jetzt, das ist ja ein mechanisches Bauteil hier. Hier kann ich sozusagen auf den Schalter so ein Gewichtchen dran basteln. Und dann kann ich mir eigentlich sozusagen die Schwingungsfrequenz ausrechnen. Und diese Schwingungsfrequenz, was ich hier sozusagen habe, ist dann später mein Übertragungsgeschichtchen. Also ich bewege jetzt hier dieses Pendel sozusagen nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Je nachdem, wie schwer ich das hier so mache, kann ich da irgendwie hier die 50 Hertz so einstellen. Dann bekomme ich hier so am Ausgang zack, 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 eine Rechteckspannung raus. Und die kann ich dann für sonstige Transformationsgeschichtchen verwenden. Gut, Nachteil ist natürlich, mechanisches Bauteil, das Zeug geht gleich kaputt. Also das hält nicht recht lange. Aber wer noch in einem alten Haus wohnt zum Beispiel und die alte Türklingel kennt, die ist auch noch so im ähnlichen Funktionssystem aufgebaut. Ja. Und ansonsten möchte ich mich jetzt hier schon wieder von meiner Zerhackerschaltung abschalten. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, hier oben abonnieren, würde mich freuen, damit unterstützt ihr diesen Kanal echt enorm. Wenn du hier da oben einfach nur einen Mausklick, kostet dir gar nichts, aber bringt mir extrem viel. Und hier oben geht es hier zur Leistungselektronik-Playlist und hier unten geht es auf ein weiteres Video. Also, Dankeschön schon mal für das, dass du da oben drauf drückst und auch woanders noch drauf gedrückt hast. Wünsche noch einen schönen Tag. Dein Alexander Wehmer hier von Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss und auf Wiedersehen.